Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es darum gehen, wie man Statistiken im Fach Deutsch interpretiert. Dabei haben wir das Ganze für euch als Buch zusammengefasst. Den Link findet in der Videobeschreibung. Erster Link in der Videobeschreibung. Guckt da unbedingt rein. Ein Buch für euch. Let's go. Damit geht es jetzt direkt auch um die Interpretation von Statistiken im Fach Deutsch. Dabei ist die Aufgabe ganz typischerweise, interpretieren Sie die vorliegende Statistik, gehen Sie dabei auf den Sachverhalt und Ihr Vorwissen ein. Was heißt das also im Konkreten? Ihr müsst die Statistik so interpretieren, dass das Ganze sich unbedingt mit dem Vorwissen verknüpft. Typischerweise habt ihr in Deutsch auch nochmal einen extra zusätzlichen Text vorliegen. Das heißt, euch wird der Sachverhalt nochmal gesondert erklärt. Diese Information solltet ihr auf jeden Fall in der vorliegenden Interpretation nutzen, da diese Interpretation häufig beziehungsweise diese Texte häufig sehr wichtig sind, um später dann die eigentliche Statistik zu verstehen und den Interpretationsansatz klarzumachen. Gehen wir jetzt zu Schritt 1 in der Interpretation über. Und bei der Interpretation verfassen geht es dann darum, dass ihr aus den vorhandenen Informationen, so wie gegebenenfalls vorhandenem Hintergrundwissen, eine vollständige und umfassende Darstellung möglicher Interpretationen darstellt. Dabei ist es natürlich wichtig, dass ihr in diesem Teil der Analyse euch auf die wichtigsten Werte konzentrieren sollt. Wichtig ist es, das heißt, dass ihr abstrahieren könnt, dass ihr zwar versucht, einen klaren, kohärenten Interpretationsgang zu formulieren, das heißt, er sollte stringent sein, konsequent formuliert sein, gleichzeitig müsst ihr aber euch auf die wichtigsten Werte konzentrieren. Das heißt, das können Minima, Maxima sein, es können aber auch Dinge sein, die für eure Interpretation sehr wichtig sind. Im Fach Deutsch solltet ihr euch immer fragen, was bewirkt diese Statistik? Wieso ist diese Statistik ausgewählt, um den entsprechenden Sachverhalt zu untermauern? Was kann ich aus der Statistik noch ablesen? Gibt es weitere Werte, die ich deuten kann, die für mich wichtig sind? Das ist also ganz wichtig, wenn ihr euch anguckt, wie ihr Statistiken interpretieren sollt. Ihr solltet auf keinen Fall zu viele Informationen in eurer Interpretation haben. Auf keinen Fall solltet ihr Werte mehrmals betrachten. Konzentriert euch auf einen konkreten Wert, erklärt den, beschreibt den und interpretiert diesen Wert und geht dann erst zum nächsten Wert über und versucht auf jeden Fall Doppelungen zu vermeiden. Im zweiten Schritt geht es dann natürlich darum, dass man bei der Bearbeitung vor allen Dingen auf Auffälligkeiten, Häufungen und besondere Werte Acht geben sollte. Das heißt, ich hatte es gerade schon mal gesagt, Auffälligkeiten können Minima, können Maxima sein. Häufungen können typischerweise Sachen sein, die in mehreren Jahren beispielsweise mehrmals auftreten. Und das kann natürlich dann auch zu einer Interpretation führen. Das heißt, für die Statistikinterpretation ist es hier wichtig, dass ihr euch diese Werte konkret anguckt, die Häufungen euch anguckt und falls diese Häufungen sehr augenscheinlich sind und sehr wichtig sind und ihr einen Schluss daraus ziehen könnt, dann macht diesen Schluss auf jeden Fall und versucht das auf jeden Fall zu interpretieren. Letztendlich ist es auch in Deutsch eine Möglichkeit, dass ihr versucht, die Werte miteinander zu vergleichen. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, Vergleiche anzustellen, diese prozentual in ein Verhältnis zu setzen. All das ist eben möglich, damit ihr eine optimale Interpretation habt. Außerdem wichtig für eine optimale Interpretation ist es natürlich, dass ihr versucht, zu viele Interpretationsmöglichkeiten zu vermeiden. Das heißt, einigt euch mit euch selbst am Anfang darauf, eine Interpretationsmöglichkeit zu erschaffen, einen Interpretationsweg zu gehen, stellt ihn vielleicht in eurem Text sogar als Deutungshypothese auf und dann verfolgt ihr diesen Interpretationsstrang kohärent. Das heißt, ihr geht konsequent immer wieder auf diese Interpretation ein und nehmt nicht neue Interpretationen in euren Text mit ein, denn das kann dazu führen, dass der Text nicht mehr sehr stringent wirkt und dementsprechend nicht mehr interessant für den Leser ist. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass ihr strukturbildende Elemente einbindet. Das heißt, ihr könnt hier natürlich ein Fazit einbinden, genauso wie eine Einleitung, die typischerweise dem TATTE-Format folgt. Das heißt, Titel, Autor, Thema, Textsorte und Erscheinungsdatum, falls ihr das noch nicht in der Beschreibung gemacht habt.
Das soll es aber jetzt auch gewesen sein von diesem Video von uns, von Selbstorientiert. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Könnt ihr machen, indem ihr unseren Kanal abonniert und jetzt auf dem Video ein Like da lasst. Ansonsten geht es hier jetzt weiter mit thematisch ähnlichen Videos, die für euch sicherlich interessant sind. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Es nun auch um die verschiedenen Darstellungsformen einer Statistik im Fach Deutsch gehen. Dabei seht ihr, haben wir drei verschiedene grafische Darstellungsformen gewählt. Dazu gibt es natürlich auch noch eine nicht grafische Darstellungsform, und zwar die der Statistik, der Tabelle. Diese Tabelle tritt in Deutsch eher seltener. Falls sie aber auftritt, ist es eine nicht grafische Darstellungsform. Das heißt, sie ist konkret dazu geeignet, verschiedene Werte konkret abzulesen. Falls dem so ist, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das direkt zu nennen. Da werden aber nicht weitere Diagramme genutzt. Dementsprechend stellen wir das Ganze nicht hier dar. Die Liniendiagramme, die die erste Darstellungsform sind, die wir darstellen, sind normalerweise optimal zur Darstellung von spezifischen Werten und der Vergleichbarkeit. Das heißt, in einem Liniendiagramm habt ihr die Möglichkeit, direkt Werte ablesen zu können und diese dann direkt konkret miteinander vergleichen zu können. Vielleicht sogar prozentual miteinander vergleichen zu können. Im Fach Deutsch kann das insbesondere sein, wenn ihr Umfragewerte von verschiedenen Umfragen euch angucken sollt. Das heißt, da werden dann für die einzelnen Umfragegruppen die spezifischen Werte dargestellt, beziehungsweise man kann das dann im Verlauf über die Jahre sehen. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, wie die Lesefertigkeit in Deutschland ausgebreitet ist, und je nachdem, wie die Werte dann sind, könnt ihr dann vergleichen, im Jahr 2010 war die Lesefertigkeit noch relativ gut im Vergleich zu den anderen Ländern. Die Lesefertigkeit war dann aber abnehmend und dementsprechend eher schlecht, deswegen ist der Trend negativ. Das könnte eine positive oder eine gute Ableitung sein, die ihr anhand eines Liniendiagramms dann auch mit spezifischen Werten unterlegen könnt. Bei einem Kreisdiagramm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, habt ihr nur die Darstellung von Gewichtung und der Verteilung von Werten. Das heißt, da könntet ihr dann nur ablesen, okay, wie sind die konkreten Lesefertigkeiten im Land verteilt, wie viele Leute können gut lesen, wie viele können eher schlecht lesen, wie viele können gar nicht lesen. Das wäre eine mögliche Fragestellung für ein Kreisdiagramm. Und in einem Balkendiagramm habt ihr dann die Möglichkeit, eine optimale Vergleichbarkeit zu erreichen. Das heißt, ihr könnt die Werte miteinander vergleichen. Die Werte werden aber nur zur groben Einschätzung dargelegt. Das heißt, man hat nicht die spezifischen Werte, die man beim Liniendiagramm hat. Und außerdem ist das Balkendiagramm meistens horizontal angeordnet, kann natürlich auch vertikal angeordnet werden, je nachdem, wie das dargestellt wird. Es wird typischerweise aber genutzt, um eine Vergleichbarkeit von groben Werten zu erreichen. Diese Vergleichbarkeit könnte dann in unserem konkreten Fallbeispiel so aussehen, dass man die Lesefertigkeit einzelner Altersgruppen vergleicht und dann noch mehrere Jahre hat. Das heißt, in dem Fall wäre der hellblaue Balken Jahr 2010 und der dunkelblaue Balken wäre dann 2013. Einfach jetzt wirre Zahlen, die das nochmal untermalen sollen. Das sind dann die verschiedenen Darstellungsformen, die wir im Fach Deutsch vorfinden können. Generell kann man aber sagen, dass diese verschiedenen Darstellungsformen immer dazu dienen, die Statistik zu untermauern. Meistens sind die Statistiken aber nicht so konkret zu analysieren, beziehungsweise die Darstellungsform nicht so konkret zu analysieren, wie das in anderen Fächern der Fall ist.